zweites Finalspiel zwischen dem SC Potsdam und Allianz MTV Stuttgart. Diesmal in der MBS Arena. Nachdem das Team aus der Landeshauptstadt Brandenburgs die erste Finalpartie der Best-of-Five-Serie gewonnen hatte, waren diesmal die Baden-Württembergerinnen am Zug. Stuttgart lag fast immer vorn. Als Valeria Papa ins Netz servierte, war der erste Satz entschieden. 25:22 für den MTV. Den zweiten Durchgang dominierten die Stuttgarterinnen deutlich. Mira Todorova verwandelte schließlich zum 25:16. Im dritten Satz hielt der SC Potsdam das Geschehen in der Endphase offen. Doch als Simon Lee schließlich zum 26:24 für Stuttgart traf, war die Begegnung entschieden. Nach zwei Finalspielen steht es damit 1:1. Trostpflaster für Potsdam, die MBS Arena war mit fast 2000 Zuschauern ausverkauft.